Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Deadpool. Wir sind immer noch auf der Suche nach unserem absolut echten Fangirl. Und ich würde sagen, wir machen hier direkt mal weiter. Ich habe schon ein bisschen wieder den Kampf weitergespielt, weil er uns natürlich nicht direkt an die Stelle gesetzt hat, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ja. Ich finde die Musik hier auch immer noch extrem chille. Und wie ihr sehen könnt, habe ich die Schwierigkeitsstufe um 1 runtergestellt. Denn ich fand das langsam doch ein bisschen krass. Am Anfang ging das ja alles noch. Aber ich glaube, da bin ich gar nicht skilled genug für. Für den ganzen Kram. Das hier auf ultra schwierig zu spielen. Und da hoffe ich, dass ihr mir nicht böse seid, dass ich hier das jetzt mittendrin quasi runtergestellt habe. Oh ja. Nein, jetzt ist der da drin gefangen. Oh, ich glaub's nicht. Okay, diesmal können wir es aber wirklich schaffen. What? Cooldowns? Okay, Umschalt und B. Machen wir das mal. Das ist ziemlich cool. Thought I missed? Nö, ach Quark. Okay, jetzt müssen wir doch ein bisschen aufpassen. Wo ist der Typ hin? Oh, Muni. Hey, maybe do it slower next time. Au. Hallo? I'm Wade Wilson and I approve this message. Okay, wir müssen mal die Waffe wechseln, glaube ich. Alter. Finally? Haben wir ihn geschafft? Ach, nee. Ehrlich? Können wir hier nicht hoch? Nee. Schade. Wir haben bald auch keine Muni mehr, ne? Können wir hier nicht hoch? Müssen doch irgendwie da hoch können. Make our way up. Oh, guck mal, hier liegt noch Munition. Also, irgendwo muss es doch hier hochgehen. Ob das jetzt so gedacht war, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber es hat funktioniert. Oh, da können wir auch noch hoch. Jetzt hier erstmal alles abgrasen. Da geht's nach oben. Da sind wir vielleicht sogar lang. Wo sind die denn? Ach, da hinten. Ach, Deadpool. Ich glaube, ich habe gesehen, dass umgeswitcht. Man kann ja wechseln, auf welche Seite der Deadpool guckt. Boah, ist hier viel Zeug. Na gut. Doch, das haben wir noch nicht. Wir können auch gleich mal gucken in den Kaufoptionen. Denn wir haben wieder einiges an Punkten. Habe ich mich jetzt hier irgendwie komplett verlaufen? Ach, herrje.
Okay, da machen wir jetzt hier Boss-Modus wieder. Und bam. Umschalt Q. Machen wir auch noch. Haben wir das hier schon aufgesammelt? Nee. Hier ist noch Zeug. Wir müssen ja auch die ganzen Deadpool-Points, die wir hier finden können, mitnehmen. Das ist ja auch wichtig. Waren wir jetzt überall? Oh Mann, Leute. Ja, hier waren wir auf jeden Fall schon. Da waren wir noch nicht. Nee, hier liegt aber auch noch was. So. Na, ja, den habe ich schon gefunden, den Weg. Der führt uns nämlich hier hoch. Easy peasy. Was ist das denn hier für eine riesige Hand eigentlich? Ach so, ja und jetzt? Kann ich hier rüber balancieren? Nee. Schade. Aber ich hätte vielleicht rüberspringen können. Okay. Okay, das hat sogar funktioniert. For my wow. First date with a fangirl, should we do Italian or Mexican? Mexican. Duh. Good call. Italian or Mexican? Duh. Interessant, Deadpool. Hier oben ist natürlich auch scheiße. Ich will ja nicht runterfallen. Aua. Okay. Wenigstens sind Headshots wieder Headshots und machen auch genauso viel Damage wie so ein richtiger Headshot. That sounded like bone. Nein, fall nicht runter, Deadpool. Okay, weg ist er. Interessant. Okay, das haben wir voll. Müssen wir wieder hier rüber und dann darüber. Das ist voll hier das Jumping-Puzzle. Interessant. Finde ich aber ganz cool. Oh. Okay. This guy is fast. Try using lock-on to keep a beat on him. I am shooting you. Huh? Bitte? Oh joy. Was war das jetzt mit dem X und dann den Gegner erfassen? Ich versuche das hier gerade noch zu verstehen. Au! Hör doch mal auf damit! I don't fucking care. Schön. Tot ist er. Sammeln wir noch den Kram ein. Was macht denn da diese Geräusche? Da hinten, da leuchtet was. Okay, da gehen wir gleich mal gucken. Was ist das hier? Da passiert nichts. Energiezelle erforderlich. Ah ja, das habe ich schon gefunden, diese Energiezelle. Echt, ich finde diese Musik ziemlich cool, die hier so nebenbei spielt. Die gefällt mir sehr, sehr gut.
Nicht wundern, heute habe ich leider nicht so viel Zeit gerade aufzunehmen, aber ich wollte diese Folge unbedingt noch zwischenschieben, weil ich ja eine längere Zeit jetzt nicht da sein werde über Weihnachten. Und damit ihr nicht ohne Folgen seid für die Zeit, wollte ich natürlich im Voraus schon was aufnehmen und deswegen habe jetzt leider nicht so viel Zeit gerade, so viel im Stück aufzunehmen, aber für eine Folge hat es noch gereicht und die Zeit wollte ich auf jeden Fall nutzen. So, jetzt haben wir hier die Energiezelle. Deswegen auch nicht wundern, wenn ich dann nicht immer direkt auf eure deshalb nicht wundern, wenn ich nicht direkt auf eure Kommentare antworten kann, weil ich halt nicht zu Hause bin. Aber ich werde natürlich auf alles antworten und ansonsten werde ich das eben nachholen. Und jetzt interagieren wir. Das muss man. Ja, und jetzt? Was sollen wir denn damit machen? What's the sound of one robotic arm clapping? Dubstep. Was? Okay, Deadpool. Interessant. That hole is prime jumping material. I think they call that a glory hole. A glory hole. Was macht er denn jetzt? Schleicht hier rum? Ist hier was, weswegen wir schleichen müssen, Deadpool? Hallo. Was macht der denn da? Okay, wir schleichen offenbar. Aber jetzt erstmal werden wir hier gucken nach Upgrades. Können wir mal nach den Spielerverbesserungen gucken. Gib Gegner, die deine Combo stören, den Schaden zurück. Oh, das ist natürlich nice. Erstmal alles durchlesen, weil ich weiß gar nicht, was es hier alles gibt. Das hier sind Lebens-Upgrades und das sind noch mehr Momentum-Sachen. So, erhöht die Anzahl aller Wurfobjekte um 2. Mhm. Oh, mehr Munition ist auch nie schlecht. Momentum-Abnahmetempo. Okay. So wird Schaden von Treffern, die deine Combo brechen. Weiche bis zu 5-mal in Folge aus. Nutze den Angriff bei voller Ladung. 10 Sekunden unbesiegbar zu sein. Oh. Fülle eine ganze Leiste mit dem Umschalt-E-Angriff und richte 10 Sekunden lang doppelten Schaden an. Das ist auch nicht schlecht. Nutze den Angriff Umschalt-B um 10 Sekunden lang die doppelte Belohnung für jedes gewonnene Momentum zu erhalten. Du erhältst einen kleinen Momentum-Bonus, wenn ein Gegner deine Combo beendet. Hm. Also das finde ich ja schon cool. Bei 150.000 natürlich auch krass. Schon mal einiges, was wir hier investieren würden. Ach komm, Leute, wir machen das jetzt einfach. Umschalt Q unbesiegbar? Läuft bei uns. Die finde ich ja auch super cool. Neue Combo haben wir jetzt leider nicht mehr genug. Okay, bluten lassen. Gucken wir mal hier. Oh, da haben wir ja noch gar nichts. Aber dann nehmen wir mal die hier lieber. Die ist nämlich irgendwie besser. Ich so den Eindruck. Mehr Schaden. Mehr Munition. Oh, mehr Schaden. 200.000 haben wir jetzt auch nicht mehr. Dann packen wir mal alles, was wir hier noch haben, rein. Und klar, das können wir auch noch nehmen. Plus 6 Patronen. Oder... gut, das können wir uns nicht mehr leisten. Dann holen wir noch die 6 Patronen. Ist schon mal gut. Also mehr Munition schadet ja nicht. Ach nee, das haben wir schon geguckt. Bei den Katanas würde ich sie immer nennen. Aber die heißen Boa-Klingen. Beaureure. Nee, ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt genau richtig ausspricht. Dann gucken wir nochmal hier. Vielleicht gibt es hier eine für 5.000. Die Deadpool-Belohnungen. Also. Das will ich jetzt eigentlich auch gar nicht holen. Ich hätte, wenn dann so das hier oder plus 2 Kugeln oder hier neue ich kann K-Waffe. Kaffee. Was? Was stand da? Ich kann K-Waffe. Ich kann
Kaffee gelesen. Ist auch nicht. Wie heißt das hier? Energie? Bracker. Bracker, Bracker. Gierig. Check das Magazin. Ahnenmagazin. Monstermagazin. Lol. Das habe ich mir überhaupt nicht durchgelesen, diese ganzen blutrote Grüße. Heb dich aus deinem Grab. Gierig, Energie, mehr Energie. Ah, die heißen immer gierig, scheinbar. Entschuldigt, Leute, aber das muss ich mir gerade nochmal durchlesen. Achso, das habe ich gerade gelesen. Hier. Oh. Oh, auch gut. Glückliche Eingeweide. Gierig, Energie, mehr Energie. Unglückliche Eingeweide. Glückliche Eingeweide und unglückliche Eingeweide. Interessant. Oh, nein, wohl kaum. Okay. Blutrote Grüße, blutrote Küsse, blutrote Bussis, blutrote Umarmung, blutrotes Tabu. Sayonara. Aha. Was haben wir hier? Energie? Ja, die sind ja immer gleich. Bracker, 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 Bracker. Monstermagazin. Achso, das sind wieder die gleichen Sachen. Na, das können wir ja jetzt nicht kaufen. Achso. Die heißen hier gar nicht irgendwie besonders. So, da haben wir uns ja jetzt wieder einiges gegönnt. Muss ich da runter? Warum ist er jetzt hier so rumgeschlichen? Und jetzt läuft er doch wieder normal rum. Wir uns nicht entdecken lassen. Das wäre ja auch mal Deadpool untypisch. Wie schleiche ich denn nochmal? Ah, so scheinbar. Natürlich auch geil, im Wasser zu schleichen. We must be getting closer to Fangirl. You smell the perfume too? I thought she would smell better, to be honest. Okay. Wir nähern uns unserem Fangirl. Think we're dressed well enough to meet our number one fangirl? Skin tight bodysuit? Check. Ich bin schon sehr gespannt auf unser number one fangirl. Ob die denn wirklich so große Brüste hat, wie es uns von Cable angekündigt wurde. Hier ist ja niemand. So, das haben wir schon wieder nicht erwartet. Ach, das sind, glaube ich, Blendgranaten oder sowas gewesen. Da hinten sind noch... Das ist, möchte ich aber haben. Deadpool, stell dich nicht so an. Na, das haben wir auch noch nicht. Aber die Deadpool-Punkte, die möchte ich mir natürlich gönnen. Denn die müssen wir sammeln und dann geht es immer richtig ab. So, wir müssen da wieder runter, oder was? Sie klettern hier die ganze Zeit hoch und dann wieder runter. Oh. Ich sehe schon Möpse von hier aus. Lo behold. Number one fangirl is Kuh zum Kneifen? Ja. I ask what that was about, but I don't want to know. Time is short. We need to get you to Magneto's old citadel across the island. Stupid fantasy! Don't worry, we'll land a real girl someday. This is our game, after all. Wade, are you listening? Don't even bother with that security tower. Sinister is up there, broadcasting his... Whoa, 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 hold up. Mr. Sinister is up there? As in the S-hole who killed that other A-hole who was my contract? One side, Summers. I got me some business to finish. Damn it, Wade! Stop! We don't have time to mess with the security towers. That is real. So geht das, sagt er. Ja, Cable steht ja jetzt noch da oben. Können wir nicht nachgucken. Sie haben uns noch nicht bemerkt. Sollen wir uns jetzt hier wirklich rumschleichen? Ich weiß ja nicht.
Ich würde aber fast sagen, bevor wir hier wirklich anfangen, uns rumzuschleichen und alles, mache ich hier einen kurzen Cut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang die Folge geworden ist, aber ich muss sowieso gleich noch was anderes machen. Und habe gar keine Zeit mehr, die Folge wirklich so viel länger zu machen. Deswegen ist diese Stelle, glaube ich, ganz gut geeignet, einen Cut zu machen, anstatt dass ich jetzt hier mitten im Fight aufhöre. Deswegen verabschiede ich mich erstmal und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao!